Er soll einen Sprengstoffanschlag geplant haben und ist nun auf der Flucht. Am Samstag haben Spezialkräfte der Polizei in der Wohnung des 22-jährigen Syrers in Chemnitz mehrere hundert Gramm Sprengstoff gefunden. Wir haben die Wohnung und das Umfeld durchsucht und konnten in der Wohnung tatsächlich zumindest Substanzen finden, nicht in Mengen, aber zumindest so, dass wir sagen können, dort wurde mit Sprengstoff hantiert. Die Plattenbausiedlung im Fritz-Heckert-Wohngebiet war deswegen stundenlang gesperrt. Die Polizei sucht zurzeit intensiv nach Jaber al-Bakr. Unklar ist, ob er eine Waffe oder Sprengstoff bei sich trägt. Sicherheitskreise halten einen islamistischen Hintergrund für möglich. Die sächsische Polizei hält die Bevölkerung über Twitter und Facebook auf dem Laufenden. Der Hinweis auf den Syrer kam vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Bisher fehlt zu ihm jedoch jede Spur. Allerdings wurden bereits drei syrische Bekannte des Verdächtigen festgenommen.